Mahlzeit, Freunde, ihr habt ihn die Tage schon bei mir gesehen, den neuen Fennec Hobo. Ein Gerät, das eigentlich so für Outdoor und Wandern und so weiter gedacht ist. Deswegen bin ich hier auch bei mir hinterm Haus. Nicht im Wald, sollte man bei der Trockenheit aktuell nicht unbedingt Feuer machen, aber ziemlich nah an der Natur. Und ja, heute wollen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen, was das überhaupt ist und wofür. Und ja, deswegen kommt mal ein bisschen näher ran. Der Fennec Hobo kommt in so einer schicken Klettverschlusstasche daher. Hier haben wir alles schön kompakt und leicht drin verpackt, also wirklich leicht. Das eignet sich dadurch halt, wie gesagt, hervorragend zum Wandern etc. Ja, und hier haben wir alle Teile, die wir brauchen. Wir nehmen uns zuerst mal hier diese Multifunktionsschale. Die ist jetzt hier quasi unser Untersetzer. Da bauen wir uns den Hobo drauf. Dann nehmen wir hier die Seitenwände. Die sind in so einem Klappprinzip, dadurch das Ganze auch leicht zu reinigen und eben auch einfach aufzubauen. Und hier den Feuerrost, stecken den hier einfach ein und klappen das Ganze Stück für Stück zusammen. So, dadurch wirklich sekundenschnell aufgebaut. Am Ende dann hier einmal das letzte Stück einrasten. So, und schon ist unser Hobo aufgebaut und super stabil, dadurch, dass das Ganze hier ein ganzes Stück übersteht. Und hier können wir jetzt Brennmaterial, Feuerholz immer nachfüllen. Und für oben haben wir nochmal hier diese beiden Teile, die stecken wir ganz einfach zusammen und können die hier aufsetzen und können dann hier oben, ja, Kochtopf etc. draufstellen. Das Ganze kann man auch umdrehen, dann hat man es nochmal ein bisschen höher. Hier hatte ich gerade diese Variante, hier oben seht ihr, ist es ein bisschen kürzer, dadurch nochmal 5 mm höher. Auch noch eine Möglichkeit für ein bisschen weniger Hitze. Das Coole an so einem Hobo ist halt wirklich, dass er extrem multifunktional ist. Also ich kann jetzt hier, ja, einen Kaffee drauf kochen. Ich kann genauso gut mir hier so einen kleinen Kochtopf draufstellen. Letztes Mal hatte ich eine Gusspfanne, habt ihr vielleicht gesehen. Es gibt noch diverses anderes Kochgeschirr, was man hier draufstellen kann. Man kann aber auch nicht nur mit Feuerholz hier Feuer machen. Man kann genauso gut hier auch einen Gasbrenner, so einen Gaskocher reinstellen. Dann dient der Hobo quasi als Windschutz. Oder ein Spiritusbrenner, dafür kann man hier das Feuerrost, ihr seht das hier, auf verschiedenen Höhen einbauen. Dann kann man hier den Spiritusbrenner direkt auf höherer Stufe einsetzen und dann hat hier das Ganze hier auch nochmal so Aussparung. Dadurch kann man das dann direkt auf den Spirituskocher draufsetzen. Also auch damit hier die Möglichkeit zu kochen, also wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt es da. Kann ich euch leider nicht alles zeigen, weil ich das nicht alles hier habe, aber sehr, sehr cool. So, ich habe jetzt mal hier gerade ein Feuer gestartet und ihr seht schon, die Flammen ordentlich hochschlagen. Das ist hier der weitere Vorteil vom Hobo. Dadurch, dass man hier überall die Aussparung hat, unten in dem Feuerrost und hier auch an den Seiten überall, hat man wirklich einen super Kamineffekt und die Flammen verbrennen richtig schön sauber, ohne viel Ruß und Qualm. Und ja, man hat halt eben ein schönes Feuer, was richtig nach oben zieht und kann jetzt hier dann gleich wunderbar kochen. Optional erhältlich gibt es hier auch noch den Fennec Klapprost, habt ihr vielleicht auch letztens bei mir gesehen, den kann man noch über den Hobo stellen und dann darauf grillen. Und was übrigens auch sehr cool ist hier, die Tasche mit dem Hobo kann man komplett in dem Klapprost verstauen, sehr cool. Den Fennec Hobo gibt es außerdem in verschiedenen Varianten, das ist jetzt hier der Edelstahl Premium. Gibt es auch nochmal eine Basic-Variante und das Ganze hier, den Premium, auch nochmal in Titan, also nochmal eine Nummer hochwertiger. Ja, genau. Dadurch, dass die Flammen hier durch die gute Luftzufuhr an alle Seiten schön am Kochtopf vorbeiziehen, hat man auch eine schöne gleichmäßige Hitzeverteilung. Habt ihr vielleicht letztens bei mir gesehen, das Steak hat eine richtig schöne gleichmäßige Kruste gekriegt. Ja, und natürlich mache ich jetzt hier nicht einen leeren Topf drauf, denn wir wollen auch noch was kochen. Und zwar machen wir uns eine super easy Bushcraft Bohnenwurstpfanne hier gleich. Ich habe ein paar Cabanossi-Würste. Hier sind so Bohnen in Tomatensauce drin, in der Konservendose, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Paprika. Das kommt gleich alles hier in den Topf. Wird erst ein bisschen angebraten und dann ja mit den Dosenbohnen kurz aufgekocht. Ja, und dann ist das bestimmt richtig lecker. So, und während das Ganze jetzt hier schön vor sich hin köchelt, verrate ich euch auch, woher der Name kommt. Der Hobo ist nämlich nach den nordamerikanischen Wanderarbeitern, den sogenannten Hobos, benannt. Ja, die sind früher durch die Gegend gezogen, auf der Suche nach Arbeit, mal hier, mal da, und haben sich eben solche Hobos aus meist Konservensoßen oder ähnlichem selbst gebaut und darauf gekocht, auch so ähnliche Gerichte hier. Und daher kommt der Name, wie gesagt, Hobo von den nordamerikanischen Hobos. Also, ich lasse mir das Ganze jetzt hier schön mit ein bisschen Brot draußen selbstverständlich schmecken. Mmh, oh, richtig geil. Herzhaft, super lecker.
Ja, wenn ihr jetzt auch Bock bekommen habt, mal auf so einem Hobo zu kochen oder auch Wanderer, Abenteurer seid, habe ich noch einen extra Bonus für euch. Jetzt mit dem Code HOBO20 spart ihr die nächsten Tage 20% auf den Hobo. Hier ist der Link, da gibt es Hobo Edelstahl Premium, Titan und auch den Hobo Basic. Schaut mal vorbei und bestellt fleißig.